Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kanehurst Castle. Ich war gerade auf dem Weg zu dem Item, was wir verpeilt haben. Und ich hoffe inständig, dass es ein Bloodstone Chunk ist. Wohlgemerkt. So, look. Das heißt, wir dürfen nicht ganz so hart hier. Ich bin letztes Mal rausgerollt. Das dürfen wir gar nicht. Wir müssen hier, glaube ich, hier rüber und hier runter. Oh mein Gott. Genau. Ah, Quicksilver Bullets, wie öde. Shit. Kann ich hier weitergehen? Ah, ich kann noch einen weiter runter droppen. Aber das bringt mir, glaube ich, nichts. Da dürfte auch ein eine Deathbox sein. Sieht zumindest so aus. Deswegen, das gehe ich nicht mal in das Risiko. Oh, schade. Das habe ich jetzt natürlich verpeilt. Das heißt, wir gehen wieder hier lang. Egal, ich hätte eins nehmen müssen. Oben lang. Ist da noch was? Ne. Wieder viele Deathboxes. Hier bin ich rein. Hier gab es nur Treasures. Treasure! Bin ich weit. Ne, bin ich nicht weitergegangen. Komme ich hier wieder raus? Ah, da komme ich ja so gar nicht mehr raus. Ah, da habe ich den Shortcut freigeschaltet. Das heißt, ich muss ja so rauskommen, oder? Ah, ne, ich gehe dann da hoch. Okay, das heißt, wir gehen erstmal weiter. Weil hier komme ich nicht so schnell mehr hin. Oh mein Gott. Okay. Ein Dach. Ah, ich sehe dich doch. Siehst zwar aus wie eine Statue, aber du bist keine Statue. Wusstest du das? Hallo? Pebble? Okay, wir können eigentlich mal Sedative rausnehmen. Oh, das war nicht das Sedative, das war Firepaper. Moment. Ach Gott. Ganz schön aufgeräumt hier. Ah, ich denke mal hier, weil es so kalt ist und so, gibt es eigentlich hinhauen Pebble. Geh mal durch. Pebble, Pebble, Pebble. Hallo. Ah, der hat auch ein Item gedroppt, logischerweise. King Cobra Blood 10. Ah, der ist. Lol. Wo darf ich jetzt lang? Ah, ich kann wieder zurückgehen. Ja? Das war alles? Okay. Hat sich trotzdem gelohnt. Ich weiß nicht, wie viel King Cobra Blood Stufe 10 machen. Ich glaube, viel. Muss man so auszudrücken. Sehr viel. Okay. Hier war ja nichts weiter, nur der Schalter, mit dem ich so weggemacht habe. Das heißt, wir können jetzt die Leiter nehmen. Leiter! Paper, Leiter. Gucken. Müsste wieder so assi hier abgehen. Jetzt müsste so ein super Best-of-Raum kommen, oder? Okay, wir kommen immer höher. Ah, höher geht's nicht, okay. Letzte Etage. Sind hier Gegners? Hier müssen Gegner sein. Nur eine Truhe? Okay. Warm Blood Gemstone. Interesting. Okay, hier kann ich. Hier müsste ein. Müsste. Ein Bloodstone Chunk sein. Ich hoffe einfach mal drauf, dass hier ein Bloodstone Chunk ist. Oh, da hinten. Hier hinter? Ich warte die ganze Zeit. Du hast einen. Gut, du hast einen Platz und Chunk für mich. Habe ich mir sagen lassen. Ah, perfekt, sogar zwei. Damit ist Ludwigs Holy Blade fällig. Er war hier nicht. Okay. Anscheinend war er nicht mehr, ne. Krass. Da waren sie zu faul, das noch mit Gegnern zum Spicken hier oder was? Ich weiß nicht. Achso, Moment, hier war ich schon gar nicht. Da durch die Tür wäre ich gekommen. Ich laufe hier lang, als wäre ich hier schon fünfmal gewesen. Ne? Okay. Immer schön langsam, damit es einem nichts nutzlos überrascht. So, okay. Oh, Treppen. Hier geht's hoch. Keine Gegner. Oh, hier geht's noch weiter hoch. Oh! Dach. Dach. Kein Bossfight hier, oder? Weil dann ist es ja schon garantiert. Oh. Es ist ein. Hi. Oh, du bist rot. Okay, das macht aber irgendwie. Du hast nur rote Augen gehabt. Schön Platz noch, Schatz. Da liegt ein Item. Okay. Item. Night's Wick. Ich höre was. Ah ja, okay.
Vögel. Willst du deinen ich fress dich Move machen? Ne? Ist auch halb so schlimm, musst du auch gar nicht, weil. Kill dich auch so. Okay. Gut. Also muss ich doch hier runter droppen, weil hier geht's anscheinend nicht weiter. Let's drop. Okay. Joa, dann will ich einfach mal hier droppen. Ich kann ja gar nicht runter. Doch. Okay, keine Deathbox, schon mal gut. Und jetzt? Hier auf das. Ja, anscheinend auf das hier. Cool, auf den Dächern geht's jetzt weiter. Hier muss ein Item sein. Hier muss irgendwo ein Item sein. Nee? Dachte ich, habe ich hier ausgetrickst. Okay, geht's auch nicht weiter. Dann gehen wir runter. Hier können wir runter droppen. Da können wir vielleicht drauf springen. Oh, ich glaube, wir müssen auf das Dach droppen, aber. Ist hier was? Nee. Ja, das sieht ja aus wie ein total gewollter Weg hier. Im Idealfall ist hier ja noch angegriffen, aber irgendwie werde ich. Das erwarte ich die ganze Zeit, aber irgendwie weiß ich nicht. Wenn sich das anders überlegt. Hier verlierst du AP. Hier nimmst du das Item und stirbst. Kindkorb, Platz 10. Das liegt einfach so hier? Glaube ich nicht. Leitern. Okay. Okay. Item. Ist bestimmt überrascht von Bolt Hunters Mask. Quasi gar keine Gegner gewesen, nur bei dem Item. Okay. Nee, geht's auch noch. Lang. Noch ein Item. Hier könnte man generell lang gehen, aber hier liegt, glaube ich. Ob ich das richtig sehe, nichts mehr. Oder? Nope. Nope, nope, nope. Auf der anderen Seite? Nee, ne. Ich habe nur einen Gedanken. Das sieht mir wie ein Bossraum aus, ist mein Gedanke. Das ist mein Gedanke. Ach, hier geht's auch rein. Guck mal, mal hier. Weil der Weg ist zwar ein bisschen eigenwillig, aber da sind kaum Gegner auf dem Weg. Quasi gar keine. Und hier ist eine kleine Tür, wo man super ein Foggate reinbasteln kann. Und gegenüber, da hinten, ist auch noch eine andere kleine Tür, wo man auch super ein Foggate reinbasteln kann. Und hier ist ein großes Gebiet und ich sehe keine Gegner. Mit relativ viel Platz. Und ich denke, bevor ich das austeste, nutzen wir ein Bolt Hunters Mask. Gerade welche gefunden, netterweise. Und gucken mal. Ah, wir killen noch zwei von denen unten an der Lampe. Zwei oder drei. Das machen wir mal. Und hier von diesen Typen, die so rumgeistern. Und dann gehen wir zurück, bringen das Ludwigs Holy Blade auf plus 9. Ja. Weil wir das können. Ah, da ist er doch. Bisschen lang gedauert heute, ey. Echt hart, die Gegner hier. Der guckt mich nicht mal an mit dem Arsch, ey. Down. Ja, können wir den da hinten noch. Wir haben auch diese Blood Gemstones, die kann ich auch verkaufen. Die Blood Tinge Gemstones. Und dann kann ich mich auch mal um die Waffe kümmern. Ach, ich würde ihn ja gern pebbeln. Ah ja, okay. Hallo, guten Abend. Um. Okay. Kümmere ich mich noch um den? 30k ist schon okay. 32k. Ich mache einfach beide nochmal. Okay. Und sie hier hinkommen? Sir? Ah, shit. Das war shit. Kabum. Okay, 31k und dann machen wir den noch. Der kommt da nicht hoch, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Das ist ärgerlich, dass er da nicht hochkommt. 33.331.
Machen wir so, nehmen wir so mit. Zurück in den Hunter's Dream aufleveln und dann gucken wir mal, ob sich da wirklich ein Boss befindet. Ich gehe einfach mal fest davon aus, weil das ist, hat alle Kriterien für den Bossraum sind erfüllt. Also, schauen wir mal. Ja. Ich denke schon. Ich will fast Wetten abschließen. Es passt einfach vorne und hinten. Boss Area, zwei Eingänge, viel Platz, kleine Elemente, nicht ein Gegner. Das passt alles zusammen. Kostet jetzt eigentlich ein Level schon mittlerweile. 31, ne, das reicht ja. Vitality? Rennen. Ja, Mann! Fortify Weapon. Jetzt bringen wir das erstmal auf plus 9. Damit haben wir BB Scaling. Plus 202, plus 291, Alter. Ah, A Scaling auf Arcane. Schlecht. AEB und BBA. AEB ist schlechter als BBA. Vom Scaling her. Aber so deutlich, dass ich mir denke, warum? Ja. Klar haben wir mehr Stärke und so, aber warum ist es so krass? Evelyn, oder? Pistol. Macht mehr Schaden und hat besseres Scaling und schießt mich tot. Ah, jetzt habe ich kein Blood Echoes mehr. Halb so wild. Nehmen wir einfach. Welche? Hier so ein Ding. Ja, können wir sonst mal nehmen. Muss uns eigentlich helfen, das weiter zu leveln. Ah, okay, doch nicht. Nicht ganz gelangt. Nehmen wir noch eins. Können wir ruhig das hier nehmen. Muss da reichen. Fortify Weapon. So, Evelyn. Macht jetzt 100... Okay. Plus 20, plus 38. 16, 10, 26, 8, 4, 4, 34. Wir machen mehr Schaden mit der Evelyn. Deutlich nicht. Ganz knapp. Aber wir haben noch keinen Gemstone drin. Könnte gut sein. ...12% ist gut. Bloodtinge Scaling? Ah, das sind Bloodtinge Scaling, okay. Dem generell da viel Bloodtinge, oder? Blood Attack Up. Weil Scaling bringt mir nichts, ne? Weil ich hab wie viel Bloodtinge? Kaum was. Nichts da reingesteckt. Hier können wir dann auch mal einen richtigen Bloodtinge Gemstone reinmachen. Ach so, die machen ja gleich viel. Ich sehe. I see what you did there. Der kann ich ja mal den Rest verkaufen. Irgendwie. Außer vielleicht, falls ich mal noch die Cannon benutzen will, weil die habe ich ja auch gelevelt. Weil die viel Schaden macht, extrem viel Schaden. Also ich würde gerne verkaufen. Ein paar Blood Gems. Zum Beispiel die kleinen hier. 20! Ah, da kann ich auch behalten, ne? Mann. Aber hier sind ja Blood Gems. Okay. Scaling. Kaufen. 9,5, 10,5. 12%. Ah, so viele davon haben wir gar nicht. Sah nur so aus. So. Okay. Da können die Scaling auch weghaben. Das lassen wir. Die ganz hohen lassen wir. Gucken wir uns mal. Da können wir uns mal einen kleineren Physical Attack ab. 6,3%. Hier sowas hier. Aber man kriegt echt kaum was dafür. Hier von so viele, ey. Meine Güte, ey. Ja. Okay, 1600 Acquire Items. Wenn dann Blood Vaults. Zwei Stück, ist ja der Hammer. Okay. Gucken mal. 190 plus 186. 263, okay. Deutlich schwächer.
Vielleicht sollte ich die wirklich, die Ludwig's Holy Blade, dann wirklich spezialisieren. Auf Beast oder The Kin. Ich habe keinen Plan. Nicht Fortify. Bloodgem Fortification. Ich glaube, die spezialisiere ich wirklich. Könnte ich hier machen, weil hier habe ich plus 4,7. Boden. Ich mache tatsächlich. Gegen Kin. Warum nicht? The Kin, das heißt gegen Alien-Kram. Ich benutze sie ja sonst nicht, ja? Dann kann ich sie wenigstens gegen Aliens benutzen. In Anführungszeichen. Also voll gegen Aliens benutzen, alles klar. The Kin. Firepaper habe ich. Okay. Ja, dann geht's zurück zu Kano's Castle. Forsaken Castle Kanehurst. Let's have a look. So, da sind wir. Ich will mal rauslaufen. So hätte ich die eigentlich mal reparieren müssen. Jetzt mich hier komplett durchgeschnetzelt mit der Waffe. Guck grad mal. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Aber sowas von. Vielleicht kommt so ein Typ hier hoch. Was ist der eigentlich? Da ist er schon. Ich frag mich, das sind so. Ja. Wir sehen uns dann sofort im Forsaken Castle Kanehurst wieder. Mit reparierten Waffen. Bis gleich. Da sind wir mit reparierten Waffen. Und was ich natürlich noch nicht gemacht habe, ist die Pistole auszutauschen. Ich bin blöd. Ich bin so blöd. Dafür brauche ich ja 18 Blood Tinge. Ich bin so blöd. Wie viel Blood Tinge habe ich denn eigentlich? Oh, fuck you. Fuck, fuck, fuck. Ich habe ganze 7! Damit werde ich die Waffe, damit habe ich ganz schön viel in die Waffe gepulvert, ohne Sinn und Verstand. Von daher Wurst. Also. Scheiße. Ach ja. Wäre jetzt schön gewesen. So. Okay, das ging ja recht schnell. Ah, die können wir ruhig mitmachen. Aber wenn ein Boss kommt, tatsächlich, dann mache ich hier natürlich schon ein bisschen Waffen-Duration kaputt. Okay, scheiß drauf. Ach, die hacken sich alle die Köpfe ab. Ich wollte hier hoch, oder? Okay. Lol. Hör auf, mich zu beschießen mit deinem Kram. Hör auf, mich zu beschießen mit dem Kram. Hör auf, dich zu... Okay, alles gut. Ja, okay, das ist zum Glück nicht so viel abgezogen. Passt schon. Das passt schon. Gehen wir wieder hoch. Hier runter. Und hier lang. Warum hat er eigentlich rote Augen gehabt? Verstehst du das so ganz? Ja, ich bin. Komm schön lang. Ne, bekommt man Fallschaden. Das ist ja blöd, ey. Naja, okay. Leiter klettern, Leiter klettern, Leiter klettern, Leiter klettern. Okay. So. Und, also es sieht echt aus wie ein Bossraum, let's have a look.
Okay, sieht ja nicht mehr so frisch aus. Macho Lugarius. Was machst du da? Geh weg. Was ist das? Das ist explodiert. Das ist auch. Was machst du? Bist du nur im Casten oder was? Okay. Okay. Der lässt sie. Oh, der macht Schaden. Okay. Ah, der lässt sie explodieren. Okay. Ah, voll reingedodged. Nicht gut. Ach, so läuft es. Okay. Gut. What the fuck? Okay. Nein, ich kann nicht dodgen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich war gestunt. Zwei. Okay. Charge. Nein. Okay, jetzt zur Seite rollen. Man den bestimmt auch parieren, oder? Wo bist du? Nein! Okay, nice. Ist wieder da. Gott. Alter Ficker. Oh Gott. Was macht ihr da? What the fuck? Nein, der landet genau auf mir. Nein, weg hier. Nice. Und weg, oder? Weg, oder? Oh. Oh. Was war das? Das Ding hat weggeschossen. Er trifft mich immer noch. Grey slaughtered. Okay. Matthew Lugarius. Guten Tag. Guten Tag. Da liegt ein Item. Ich will das Item haben. Gib mir das Item. Ach Gott. Mein Herz pumpt. Das. Am Anfang war der voll easy, weil der wirklich fast gar nichts gemacht hat. Aber Crown of Illusions. Gucken wir uns sofort an. Lampe activaten. Gott, mein Herz. Ey, das ist so stressig gewesen. Ich schwitze jetzt. Oh Gott, das ist hart. Das war Lugarius. Ja. Ne? Okay. Dachte, das wäre eine Tür. Okay, lass mich raten. Ist das wirklich eine Crown? Tatsächlich. Crown of Illusions. One of the precious secrets of Kanehurst. The old king's. The old king's crown is set to reveal illusions and to grant life to iron, oder? Entschuldigung. And expose a mirage that hides a secret. Okay. Es.
Okay. Also es zeigt dir, also es veranschaulicht oder entlarvt etwas, was ein Geheimnis beherbergt. And so Ligarius donned the crown of his own volition oder volition. Determined to prevent a single soul from stumbling upon the vital secret. What visions did he see? Sitting serenely upon his new throne. Nein, what the fuck? Ich, was? Hä? Anscheinend habe ich die Krone angezogen. Wollte ich doch erst gar nicht. Ich habe... Warte. Warte. Das war doch eben noch nicht da. Okay. Ich wollte die Krone eigentlich gar nicht anziehen. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Ich wollte sie irgendwann mal anziehen, aber eigentlich jetzt nicht gerade. Sieht sexy aus. Warum bin ich eigentlich so rot? Ist das wegen dem Blut? Also jetzt ist jetzt offen, oder? Okay. Items. Bloodrock. Bloodslab. Titanite Slab. Die heißen Rocks, das weiß ich schon. Die letzten. Rockslab. Okay, da ist der eigentliche Thron oder wie oder was? Okay. Ich soll jetzt vor den niederknien, weil. Oder ich soll weggehen. Schau mich erstmal um. Mir scheint. Hier ist ein Item. Oh, unopened summons. Okay. Hi! Na? Ah, hier kann ich mich hinknien. Wer bist du denn? Okay, die hat irgendwas. Man sieht das Gesicht nicht. Dann knie ich mich mal hin. Visitor. Scented hunter. I am Annalise, Queen of Castle Kanehurst. Ruler of the Vile Bloods and sworn enemy of the Church. Yet our people are murdered and we are prisoner to this wretched mask. What is it thou art in search of? Swear oath to the Vile Bloods. Well, well. An odd hunter thou art indeed. We've tired of these piteous nights. Share in our plight and take oath against the Church. If thou wouldst this path walk, I prithee. Partake of my rotted blood. Swear Vile Blood Oath. Die sind gegen die Healing Church. Das sind die Gegner von der Healing Church. Crazy. Very well. Drink deep of our blood. Feel the spreading corruption burn. Okay. Corruption, Kanehurst Badge, Respect, Offer Blood Drag, habe ich noch nicht. Das ist ein Convenant. Hm, nice. For the Prinzessana, for the Honor of Kanehurst. Okay. Wir sind jetzt Vile Blood Crew, Teil der Vile Blood Crew. Wir werden an, wir gucken uns. Genau. Hier ist es ja recht annehmbar, oder? Hier finde ich es cool. Liegt hinter ihr vielleicht ein Item? You never know. Ganz schön viele Kerzen hier. Ist sie wirklich human? Achso, ja, kommt nach dem Arm, ja.
Aber warum sagt sie, wir sind die letzten beiden auf dieser Welt oder auf dieser Erde? Ja, vielleicht jetzt hier in Kanehurst, ja. Verrückt. Was habe ich denn so bekommen alles? Gar nichts. Hier nichts Neues. Hier was? Nee. Okay, unopened summons. Summons. Das ist ein Key-Item. Moment. Old unopened summons. Calling someone to Kanehurst. An old sealed summons. Like the first of its kind. It is an invitation to Kanehurst, but for whom is not known, as it lacks an address. Ich weiß jemanden, der nach Kanehurst wollte. Vielleicht kann der damit was anfangen. Wenn wir gleich Alfred besuchen. Oder beziehungsweise in der nächsten Folge. Jetzt gucke ich erstmal, was wir noch so bekommen haben, weil ich sehe das Badge nicht. Hier haben wir es bekommen. Nee, ne? Knight-Sachen. Graveguard. Crown, Noble Dress, Ariana, Doll-Sachen. Sullied. Hier haben wir nur. Ah, wir haben so eine geile Rune bekommen. Was war das nochmal? Das scheint so für den letzten Slot zu sein. Corruption Rune. A secret symbol left by Carol Runesmith of Bergenworth. Several runes contain a nuance of blood, including the rune of corruption associated with the oath. With the Oath of the Corrupt. Ach so heißt der Eid quasi, also der Convenant. Der Covenant. Ich sag mal Convenant. Covenant. Der Covenant. God damn it. Pledges to this oath are Kanehurst Vilebloods, hunters of blood who find dregs for the Queen in cold blood, particularly in that of hunters. Okay. Wir sind Cold Bloods. Hunters sind Cold Bloods. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Yet the corrupt are heretics in the eyes of the church and thus subject to the wrath of the executioners. Ach, wir sind jetzt so ein Executioner, das ist ja heftig. Aber was es mir jetzt bringt, stand da nicht bei. Was ist denn jetzt? War jetzt dieses Badge? Wir haben so ein Badge gefunden. Das war hier aber nicht bei, ne? Auch nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Badge. Badge of the Royal Guards of Kanehurst. Badge of the Royal Guards of Kanehurst. Loyal Guardians of the Vileblood Queen Annalise. The Vilebloods are hunters of blood and hunt prey as they search for blood drakes. The hunter who joins them is faced with the decision to merely borrow their strength or to become one of them, heart and soul. Okay. Was ich damit machen kann, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich habe übrigens 32 Insight und mit der fashion Krone auf dem Kopf, die wir bald wieder ablegen werden wahrscheinlich, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wir haben Martyr Ligorius gekillt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Tagster.